Nazi-Hintergrund. Da steckt nicht nur das Wort Nazi drinne, sondern auch die Komponente Grund. Mostar Hilal und Sintu Canvara Taraja hatten mindestens einen Grund für ihr Gespräch. Und der provoziert. Schulden. Deutsche Schulden, über die die Deutschen aber nicht gerne sprechen. Denn wir reden hier lieber über Schuld als über Schulden. Vermutlich, weil es angenehmer ist, ich war es nicht zu sagen. Oder auch Entschuldigung als Schulden zu begleichen. Schuld ist etwas Abstraktes, aber Schulden sind konkret. Spreche ich von Schulden, dann meine ich das, was Sintu Canvara Taraja und Mostar Hilal materielle Kontinuitäten genannt haben. Also Vorteile, Profite, Wohlstand, die aus dem Nationalsozialismus bis heute wirken. Diese Vorteile oder Schulden können ganz unterschiedlich aussehen. Die offensichtlichste Variante ist natürlich Geld, Wohlstand, Kapital. Summen, die auf Konten herumliegen und dann von einer Generation an die nächste weitervererbt werden. Übrigens, auch wenn diese Summen nicht unfassbar hoch erscheinen, bleiben sie trotzdem Schulden. Eine andere Option für diese Vorteile sind zum Beispiel ein erleichterter Bildungszugang oder die Teilhabe am Gesundheitssystem, Wohnraum, Möbel, Schmuck. Schulden müssen zurückgezahlt werden. Aber wie finden wir denn heraus, was wann wo von wem gestohlen wurde? Das ist in der Tat kompliziert. Nicht, weil das so sein muss, sondern weil diese Informationen systematisch verdrängt und vertuscht wurden. Ich nenne dafür ein Beispiel, das mir der Historiker Stefan Wilbrich genannt hat. Während des Nationalsozialismus hatten SchätzerInnen und VersteigererInnen klare Anweisungen, wie sie die Wohnungen deportierter Juden und JüdInnen auszuräumen hatten. Zum Beispiel sollten sie alle Wertpapiere, Konten, Sparbücher einziehen und bei Bilderrahmen hatten sie die Ansage, Familienbilder aus den Rahmen zu trennen und idealerweise zu verbrennen. Diese Bilderrahmen landeten dann mit anderen Möbeln und Besitztümern auf Auktionen. Da konnten dann in der Regel weiße, christlich geprägte Deutsche hingehen und sich für einen relativ günstigen Preis Dinge kaufen, zu denen sie sonst so nicht kamen. Heute finden wir diese Bilderrahmen dann in den Wohnungen irgendwelcher deutschen Tanten oder auf dem Trödel. Jetzt dreht sich diese Debatte natürlich nicht um Bilderrahmen, sondern wir sprechen von Geld, Wohlstand, der ungerecht verteilt ist in Deutschland. Geld umzuverteilen ist nicht kompliziert. Es gibt sie schon lange, die Umverteilungstöpfe. Und es ist eine einfache Aufgabe, eine Genossenschaft zu finden für eine geerbte Wohnung. Außerdem existieren genau für solche Zwecke Stiftungen, wie zum Beispiel die Stiftung Zurückgeben, die sich selbst aus einer Nazi-Erbschaft gegründet hat. All diese Informationen sind einfach verfügbar und sehr schnell. Viel schneller und einfacher als die Antworten seniler Großväter, die ohnehin keine zuverlässigen historischen Quellen sind. Im Zuge der Debatte entstand ein Hashtag, mein Nazi-Hintergrund. Da teilten dann Deutsche die Geschichten ihrer Großeltern, uniformierte Opas, die sehr viel gefunkt, außerordentlich wenig gewusst und vor allem auch nicht gesprochen haben. Ganz häufig hieß es auch, meine Oma hat von alledem nichts mitgekriegt. Sie war noch sehr jung. Oder auch, mein Großvater war zwar kein Widerstandskämpfer, aber er fand es auf jeden Fall nicht gut. Er war passiv. Das Produktive an dieser Debatte ist aber, dass es eine sekundäre Rolle spielt, was irgendwelche Opas und Omas wussten, dachten, fühlten, wollten. Es geht darum, dass sie profitiert haben und bis heute ihre NachfahrInnen genauso profitieren. Denke ich an meinen eigenen Nazi-Hintergrund, dann ist mir bewusst, dass ich deshalb mit solch einer Entspanntheit akademisiert bin, weil ich deutsche VorfahrInnen habe, die während der 30er und 40er Jahre in den Vorständen von Firmen sitzen und auf Kosten anderer Geld verdienen konnten. Der Grund dafür sind nicht andere Verwandte aus Osteuropa, die hierher geflohen sind. Und alle von uns haben dieses Wissen über die eigene Biografie.
Und dieses Wissen ist der Grund für die Brutalität und die Wut, mit der diese Debatte geführt wird, weil wir wissen, dass wir zahlen müssen.